So, die Aufzeichnung läuft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Wir sind noch im Kapitel 01, Unterrichtsentwürfe und Unterrichtsmethodiken und alles, was dazu gehört. Hier waren wir stehen geblieben. Das ist die erste Folie, die wir uns beim letzten Mal noch nicht angesehen haben. Aber was wir uns schon angesehen haben, ist das, was hier in Anführungszeichen steht. Unterricht in irgendwo flexibel halten. Dazu hatte ich beim letzten Mal referiert, was in dem Referenzbuch dazu gesagt wurde. Jetzt möchte ich noch meinen eigenen Senf dazugeben. Was muss man natürlich, wir haben davon gesprochen, ein Mindestziel und sowas wie ein durchschnittliches Ziel zu definieren, vorweg im Unterrichtsentwurf und zu versuchen, auf jeden Fall das Mindestziel, das Sie eben im Unterrichtsentwurf schriftlich formuliert haben, das mindestens zu erreichen, dass alle, nach Möglichkeit alle Schülerinnen und Schüler dieses Mindestziel erreicht haben. Das heißt also, jetzt reden wir hier von der didaktischen Analyse, von der didaktischen Planung, wo Sie aufschreiben, sehr detailliert, sinnvollerweise, wie Sie vorzugehen gedenken im Unterricht. Das heißt also, Sie sollten sich von vornherein überlegen, schon wenn Sie den Unterrichtsentwurf gestalten, erst recht natürlich dann, wenn Sie vor der Klasse oder vor dem Kurs stehen, dann versuchen, dieses Mindestziel auf jeden Fall schon gezielt von vornherein als erstes wichtiges Ziel anzusteuern. Ja, also, dass Sie nicht irgendwo mittendrin plötzlich denken, oh mein Gott, jetzt ist schon fast die ganze Zeit vorbei und ich bin noch gar nicht dazu gekommen, in Richtung Mindestziel zu gehen. So, natürlich, das wird mit der Erfahrung natürlich einfacher werden, besser werden, dass Sie versuchen, die Hürden, um dieses Mindestziel zu erreichen, schon mal vorherzusehen und sich zu überlegen, was mache ich denn, wenn diese Hürde auftritt? Das können so billige Hürden sein wie Technikprobleme. Ja, an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, gerade Informatik, immer eine Technikprobe vorher machen. Also, wenn Sie mit Ihrem eigenen Rechner zum Beispiel in einem Unterrichtsversuch gehen, in der Schule, in der Klasse oder einem Kurs, dass Sie dann vorher auf jeden Fall mal geschaut haben, ob Ihr eigener Rechner mit der Technik da so zusammen funktioniert, wie es eigentlich sollte und wie Sie denken, dass es funktionieren wird. Aber Sie wissen ja, es wird nicht unbedingt immer so funktionieren in Informatik, wie man sich das gedacht hat. So, jetzt vielleicht der Punkt dazu, natürlich, wenn Sie sich irgendwann davon emanzipieren können, natürlich, wenn Sie überhaupt irgendwann von Unterrichtsentwürfen emanzipieren können. Wir reden hier an vielen Stellen natürlich von den allerersten Unterrichtsentwürfen, beinhaltet aber durchaus auch die Unterrichtsentwürfe dann in den schulpraktischen Studien, Praxisphasen beziehungsweise im Vorbereitungsdienst, denn dort werden Sie voraussichtlich auf Betreuer, Betreuerinnen treffen, die auf sowas Wert legen und die so etwas dann auch in die Note einfließen lassen. Aber irgendwann sollte das so weit sein, dass Sie das nicht mehr brauchen, dass Sie das routinemäßig eh alles so traumwanderisch richtig machen. Sie sollten nicht zu so früh natürlich glauben, dass Sie auf dem Status sind, sondern lieber ein bisschen länger noch formalistisch bleiben mit Unterrichtsentwürfen und allem drum und dran. So, hier möchte ich eine Erfahrung, die wir gemacht haben, jetzt im letzten Semester noch kommunizieren. Wir hatten da die Situation in einer Schule, dass wir Java, dass die Studierenden jeweils eine Unterrichtseinheit abgehalten haben, mit Java, mit einem Tool namens Greenfoot, was ähnlich wie unser Fopbot Roboter in der Gegend rumlaufen lässt, mit Hilfe von Java-Quellcode, den die Schülerinnen und Schüler schreiben. Und das Ganze ist auch begleitet von einem Buch, in dem dieses Greenfoot eingeführt wird. Und da stellt sich dann immer die Frage, das ist eine Frage, die Sie natürlich später in Ihrer Unterrichtspraxis zu beantworten haben, aber die Sie insbesondere, das ist unsere Erfahrung, die Sie insbesondere bei den Unterrichtsversuchen mit Ihrem Mentor, Ihrer Mentorin abklären müssen.
ob erwartet wird, dass sie sich sklavisch bis ins Detail an das Buch halten oder ob eher erwartet wird, dass sie da selbstständig nach eigenem Urteil eine Auswahl treffen, dass sie bestimmte Punkte im Buch überspringen, andere Punkte zusätzlich hinzunehmen, die nicht im Buch sind oder Punkte auch anders machen, als sie im Buch dargestellt sind. Ja, das ist ein Punkt, den Sie klären müssen mit der Person, die Sie betreut und die Ihnen dann am Ende auch eine Note gibt. Sonst gibt es entsprechende unangenehme Überraschungen. Und was wir festgestellt haben, ist, dass auch Lehrkräfte oft genug mit dem Lehrbuch, mit dem sie selber arbeiten, durchaus unzufrieden sind und dann erst recht eigentlich sogar erwarten oder wünschen, dass sie sich nicht sklavisch an dieses Buch halten, weil sie eben selber unzufrieden sind mit dem Buch. Gut, damit sind wir mit diesem Abschnitt durch. Wir sind immer noch in Kapitel 01. Jetzt zum Thema wieder ganz konkret Informatikunterricht. Also wir haben ja manche Abschnitte, in denen es um Unterricht allgemein geht, um Weisheiten, die nicht nur auf Informatik bezogen sind, andere Weisheiten, so wie hier, die auf Informatik unterrichten. Konkret bezogen sind. So, planen und durchführen sind wir eigentlich auch wieder bei Unterrichtsentwurf und Unterrichtsversuch. Was ist die Abgrenzung hier bei Informatikunterricht? Informatikunterricht hat Informatik als Gegenstand und nicht Textverarbeitung und Ähnliches. Ja, das ist eine Kontroverse. Das ist, sorgt immer wieder für Unmut, auch dass in einzelnen Bundesländern im Curriculum dann so Sachen wie Textverarbeitung in einem Fach namens Informatik gelehrt werden sollen, wo man sich wirklich die Frage stellen könnte, was ist das eigentlich, Textverarbeitung, sowas wie mit Word zu arbeiten oder mit PowerPoint. Ist das Informatik? Da werden Sie sicherlich aus Ihrer fachwissenschaftlichen Erfahrung sehen, dass das eine schwierige Interpretation ist. Was ist das sonst? Ist das jetzt Medien? Ist das Digitalisierung? Wozu gehört das? Und was dahinter steht, ist letztendlich die Frage, inwieweit wollen wir es zulassen, dass der Begriff Informatik in der Schule derart verwässert wird? Da gibt es natürlich verschiedene Meinungen und Sie können sich vorstellen, dass Informatiker da anderer Meinung sind als beispielsweise Bildungspolitiker. Eine Kontroverse, die sich nicht wirklich endgültig, denke ich, lösen lässt. Aber also lösen ist im Sinn, in dem Sinne natürlich, dass eine Entscheidung gefällt wird und dann ist das so, zumindest in diesem Bundesland. Aber damit ist natürlich nicht sozusagen die Wahrheit festgelegt. So, und Informatiklehrer unterrichten Informatik und sind keine ICT-Supporter. Also ICT ist vielleicht ein bisschen veraltete Abkürzung. Heutzutage sagt man, glaube ich, nur noch meistens IT. Also Information Communication Technology dafür ist das die Abkürzung. Jetzt ist das natürlich der Punkt, dass es häufig in Schulen in Deutschland zumindest keinen vernünftigen IT-Support gibt, beziehungsweise er ist weit weg, man muss ein Ticket ziehen und irgendwann vielleicht meldet sich der IT-Support mal oder meldet sich auch nicht. Da ist natürlich immer im wahrsten des Wortes naheliegend, Informatiklehrkräfte zu fragen, wie das und das geht, ob sie nicht mal das und das schnell machen können, ob sie nicht das und das mal schnell raufspielen können und so weiter und so fort. Zumal häufig auch die Informatiklehrkräfte auch die Administratorrechte haben und dementsprechend natürliche Ansprechpartner für viele Sachen sind. Andererseits ist eine Forderung, die natürlich jetzt wieder nicht das ist, was sich Informatiklehrkräfte vorstellen würden, dass sie auch umgekehrt nicht bevorzugt werden. Ja, es gibt ja die meisten Fächer haben ja irgendwelche ganz, ganz normalen, ganz einfachen Anforderungen an IT, an Computer und so weiter. Ganz grundlegende Anforderungen wie, wir hatten das, Textverarbeitung, während Informatiker vielleicht dazu neigen, dann doch irgendwelche coolen, speziellen Sachen noch zu wollen und die Forderung in dem Buch ist, dann auch da eine klare Kante zu ziehen und zu sagen,
Nein, IT-Informatiker sind keine IT-Supportkräfte, sollen aber auch nicht unbedingt jetzt hier bevorzugt behandelt werden mit ihren coolen Sachen, die sie über das Grundlegende hinaus machen wollen. Also keine Extrawürste und so weiter. Keine Freiheit für Alleingänge heißt zum Beispiel dann auch, wenn es nicht gedacht ist, dass Lehrkräfte Administratoren sind, dass dann auch Informatiklehrkräfte keine Administratorrechte kriegen und dementsprechend keine Freiheit für Alleingänge haben, Sachen zu installieren, beispielsweise die nur Administrator installieren kann. Ja, das ist sicherlich ein Punkt, brauchen viel Weiterbildung. Hoffentlich, möchte ich dazu sagen, brauchen Informatiklehrkräfte viel Weiterbildung. Weil wenn sie keine Weiterbildung bräuchten, hieße ja auch, dass es in den Schulen, was die Informatik-Curricula angeht, Stillstand wäre. Ja, wenn es jetzt 30 Jahre lang Stillstand im Informatik-Curriculum gibt und in den Informatik-Lehrmethoden, dann brauchen sie natürlich keine Weiterbildung für ihre Arbeit als Lehrkraft. Aber wir wollen mal hoffen, dass das nicht die Situation ist. Ja, diesen Satz, glaube ich, brauche ich nicht noch weiter zu erläutern. Dieser Satz ist allgemein bekannt. So, wir hatten da schon mal Konzeptwissen und Produktwissen von anderen Buchautoren hier nochmal aufgegriffen in dem Buch, auf dem dieser Abschnitt hier basiert. Was ist Konzeptwissen? Zeitlos und universell. Und das, was eigentlich typischerweise als der eigentliche Inhalt angesehen wird. Ja. Zum Beispiel, was sind Exceptions, was sind Arrays, was sind Schleifen, was ist eine Subroutine und so weiter und so fort. Produktwissen, kurzlebig und produktabhängig. Da gibt es natürlich auch Unterschiede. Ja. Also was sind Exceptions in Java, was sind Arrays in Java, ist natürlich auch produktabhängig und ist auch von Java-Version zu Java-Version potenziell Änderungen unterworfen, aber natürlich nicht so richtig kurzlebig. Aber wenn es richtig an die Arbeit mit irgendwelchen Produkten geht, und sei es auch nur Office, dann ist da schon einiges dabei, was eine gewisse Kurzlebigkeit hat, was im nächsten Update, in der nächsten Version potenziell schon wieder anders aussehen kann. Ist aber natürlich notwendig, wenn ich die Frage stelle, was sind Exceptions, wenn ich das Konzept Exceptions beispielsweise den Schülerinnen und Schülern vermitteln will, dann muss ich da eine Programmiersprache haben, anhand der ich das vermittle. Sonst ist das nur abstrakte graue Theorie, die nicht in den Köpfen ankommt und auch nicht hängen bleibt. Also ich muss mich dann, je nachdem, welche Programmiersprache ich gewählt habe oder welche Programmiersprache mir durch das Ministerium vorgegeben ist, muss ich halt entsprechend in dieser Programmiersprache das Thema Exceptions behandeln. So. Nicht auf eins von beiden konzentrieren, natürlich. Problem an der Sache ist, das wird dort in Kapitel 10 nochmal in dem Buch behandelt, dass der Unterschied zwischen Produktwissen, der Unterschied ist ja auch fließend, nicht? Ich habe das Beispiel Exceptions genommen oder ein grundlegendes Beispiel Arrays nochmal oder Schleifen beispielsweise. Ja, was ist eine Vorschleife in Java? Inwieweit ist das jetzt Konzeptwissen? Inwieweit ist das jetzt Produktwissen? Ja, Vorschleifen sehen in anderen Programmiersprachen durchaus anders aus. Ja. Es gibt eine ganze Menge Programmiersprachen, in denen man wesentlich weniger Freiheit beim Schreiben einer Vorschleife, im Kopf einer Vorschleife, in den drei Teilen im Kopf einer Vorschleife hat, wesentlich weniger Freiheit, aber dafür wesentlich mehr Bequemlichkeit und Übersichtlichkeit. Ja, also dann stellt sich die Frage, was ist das Konzept einer Vorschleife? Man könnte zum Beispiel sagen, eine Vorschleife, das ist das Konzept, ist eine Zählschleife. Ja, es gibt Programmiersprachen, in denen es die Vorschleife nur in Form einer Zählschleife gibt, von für i gleich 1 bis 10 oder für i gleich 10 bis 1 oder so etwas. Aber dann sind natürlich Da fallen natürlich viele, viele Möglichkeiten, die man in Java mit Vorschleifen machen kann, aus diesem Konzept heraus. Also, was ist da jetzt Konzept? Will man wirklich sagen, Vorschleifen sind konzeptuell Zählschleifen? Das passt dann überhaupt nicht mehr mit Java zusammen. Dann wäre sozusagen alles, was man in Java noch zusätzlich mit Vorschleifen machen könnte, Produktwissen. Also, Unterschied ein bisschen schwierig. Und für die Lernenden ist es natürlich vor allem auch dann das Problem, dass sie den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, dass sie vor lauter Details eben nicht so leicht das Konzept durchdringen, dass sie
wie etwa bei einer Vorschleife, dass sie, oder nehmen wir Arrays, dass es sie für sie zum Konzept von Arrays gehört, dass Array-Objekte mit Operator new kreiert werden müssen, was aber nicht der Fall ist. Ja, es gibt andere Programmiersprachen, in denen Arrays ganz anders, gar nicht mit Operator new kreiert werden. Also in Java gibt es auch die Möglichkeit, kleine Arrays ohne Operator new zu kreieren, aber letztendlich wird das vom Compiler übersetzt in einen Aufruf von Operator new. Also das ist nur syntaktische Vereinfachung, mehr nicht, aber es gibt andere Programmiersprachen, in denen man ein Array einrichtet, nicht als Referenz auf ein Objekt, sondern wirklich so wie in primitiven Datentypen, einfach als eine Variable, wo es keine Unterscheidung zwischen Verweis und Objekt gibt. Ja, solche Detailwissen, also woher sollen die Schülerinnen und Schüler auch wissen, dass Operator new nicht zum Konzept Arrays gehört? Und das wird man ihnen noch schwer vermitteln können, wenn man nur im Rahmen einer Programmiersprache bleibt. Beziehungsweise, wenn man versucht, das zu vermitteln, riskiert man wieder, dass es eher zu Verwirrung führt bei den Schülerinnen und Schülern. Also ein sehr, sehr schwieriges, möglicherweise nicht ganz lösbares Problem. So, Lernziele in diesem Buch. Wir bleiben beim Kapitel 10. Eben waren wir ja schon hier beim Kapitel 10 des Buches. Hier gehen wir jetzt weiter. Ich sage hier immer frei nach, ja, weil ich mir natürlich die Freiheit nehmen muss. Diese Kapitel sind meistens doch relativ lang. Und wenn ich das kurz und knapp fassen will, das Wichtigste herausarbeiten will, dann muss ich das natürlich, brauche ich da natürlich eine gewisse Freiheit. Leitidee, Relevanz und Einordnung des Themas. Das ist die Leitidee, um Lernziele zu definieren, nämlich die Relevanz des Themas, wie wichtig ist es, und Einordnung, wie passt das zu anderen Themen zusammen. Da kommen wir zu den fundamentalen Ideen, die wir gleich sehen. Dispositionsziele, was sie grundsätzlich können, und operationalisierte Lernziele, was sie konkret können. Ja, also Sie sehen hier diesen Unterschied. Kommt da noch was? Ja. Was werden die Lernenden grundsätzlich können? Sie werden umgehen können, beispielsweise mit Arrays. Was werden sie konkret können? Sie werden ein Array mit Operator new erzeugen können und und die Werte überschreiben können im Rahmen in einem Array. Das ist natürlich dann wieder produktabhängig. Zum Beispiel, ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt Programmiersprachen, in denen alles, was man mit Operator new erzeugt hat, muss man dann mit einer vordefinierten Funktion oder einem Operator auch wieder freigeben. Ja, dazu gehören C und C++, beispielsweise. Und wenn man das nicht macht, dann hat man da halt Speicherplatz, der stehen bleibt, der reserviert bleibt, obwohl er nicht mehr gebraucht wird. Und wenn Sie das oft machen in einem Programm, dann ist irgendwann mal der Speicherplatz erschöpft, weil Sie so einen Haufen Leichen haben. Ja, also in dem Sinne zum Beispiel produktabhängig. Was die Lernenden konkret zum Thema Arrays wissen und können, oder nehmen wir wieder Vorschleifen, wo ich ja schon gesagt habe, dass die Vorschleifen in verschiedenen Programmiersprachen verschieden bequem und verschieden flexibel sind. Das ist also wieder von der Programmiersprache abhängig und damit eben produktabhängig. In anderen Beispielen, wenn Sie mit sowas wie FOPPET oder so etwas anfangen zu agieren, dann natürlich erst recht produktabhängig. So, fundamentale Ideen waren jetzt vorher, also waren jetzt angekündigt, kommen jetzt. Was sind fundamentale Ideen, die es sinnvoll machen, ein Konzept einzuführen in den Unterricht, vielleicht auch über Informatik hinaus, also nicht nur speziell für Informatik. Also ein Kriterium dafür, oder ich kann es auch anders formulieren, was sind die fundamentalen Ideen dafür, die fundamentalen Kriterien, wenn man so will, ob ein Konzept, ein Lerninhalt, ein Lernziel tatsächlich allgemeinbildend ist und dementsprechend in allgemeinbildende Schulen gehört. Da fängt der Herr Hartmann bzw. eigentlich der Herr Schwill an. Ein Kriterium ist das Horizontalkriterium. Das heißt, ein und dasselbe kann man in verschiedenen Bereichen
wiedererkennen oder anwenden. Horizontalkriterium, was könnte das zum Beispiel sein? Zum Beispiel das Thema formale Sprachen. Das haben Sie im Programmieren, das haben Sie im Compilerbau. Das haben Sie in der theoretischen Informatik, das haben Sie bei Datenbanken mit SQL beispielsweise und so weiter und so fort. Also formale Sprachen sind sicherlich etwas, was das Horizontalkriterium erfüllt. Oder beispielsweise auch baumartige, netzartige, graphenartige Strukturen. Ja, das finden Sie auch in vielen, vielen verschiedenen Bereichen. Also mal verstanden, gesehen haben, was baumartige Strukturen sind, Wurzelbäume etwa. Oder was netzwerkartige Strukturen sind, ist sicherlich ein wichtiges Lernziel, weil es das Horizontalkriterium erfüllt. Vertikalkriterium auf jedem intellektuellen Niveau aufzeigbar und vermittelbar. Da würde ich zum Beispiel an sowas wie eine Schleife durchaus denken. Ja. Eine Schleife kann man schon bei Hänsel und Gretel, wenn man so will, einführen. Solange wir nicht wieder zu Hause sind, wiederholen wir gehen zum nächsten Stein. Und halten wieder nach dem nächsten Stein Ausschau. Ja, also wo Hänsel und Gretel im Wald ausgesetzt worden sind und wieder zurückkehren müssen, zurückkehren wollen zu ihrem Heimathaus. Also man kann Schleifen schon auf sehr niedrigem Niveau, auf sehr niedrigem Schulniveau im Grunde schon in der Grundschule einführen. Ja, mit so Sachen wie Logo, Turtle oder Lego-Robots. Ja, das ist sicherlich relativ leicht zu verstehen, auch für Schulkinder in einem Grundschulalter schon, dass man wiederholt dasselbe macht, um immer näher einem Ziel zu kommen. Und natürlich auf den anderen Niveaus auch bis hin zum obersten Niveau, wo wir dann mit Schleifen da beliebig rumhantieren, geschachtelte Schleifen. Und Endlosschleifen und so weiter und so fort. Ist natürlich nicht immer so einfach wie bei Schleifen. Andere Dinge wie beispielsweise Exceptions wird man nicht auf jedem intellektuellen Niveau so ohne weiteres betrachten können. Das wird man, selbst wenn man in der Grundschule anfängt mit Programmieren, wird man sowas wie eine Exception vielleicht, wird es schwierig sein, sicherlich im Grundschulalter. Zeitkriterium dauerhaft von Relevanz, also dass etwas zeitlos ist. Baumstrukturen, Netzwerkstrukturen sind sicherlich zeitlos. Schleifen, Arrays ist halt die Frage, wenn wir irgendwann dahin kommen, dass wir nicht mehr selber programmieren, sondern nur noch unsere maschinellen Lerner sagen, was er programmieren soll, dann werden so Sachen wie Schleifen sicherlich für uns nicht mehr so wichtig sein. So ähnlich wie beispielsweise Maschinencode, ja, Assembler-Code, also was so an der Grenze ist, ob das wirklich zeitlos von Relevanz ist oder nicht. Es ist sicherlich immer noch von einer gewissen Relevanz heutzutage und wird deshalb auch gelehrt an der Universität und vielleicht auch an den Schulen, weil man halt viele Dinge besser verstehen kann, wenn man weiß, was dahinter auf der Ebene des Maschinencodes vor sich geht. Es könnte aber sein, dass wir irgendwann mit fortschreitend schnelleren und immer schnelleren Computern oder eben mit Unterstützung durch maschinelles Lernen beim Programmieren, dass wir dahin kommen, dass wir dieses Hintergrundwissen nicht mehr brauchen zum Programmieren. Sinnkriterien sind ein bestimmter Bezug zum Alltag oder zumindest zum Fach. Naja, gut, eine Schleife hat sicherlich einen Bezug zum Alltag dahingehend, dass wir auch im Alltag wiederholte Prozesse haben, die immer wieder dasselbe im Prinzip machen, aber doch zu einem Ziel hin sich bewegen. Bei sowas wie Exceptions wird es wahrscheinlich nur der sinnstiftende Bezug zum Fach sein, zum Thema Softwareentwicklung, zum Thema Umgang mit Fehlern in der Softwareentwicklung, also im Umgang mit Fehlern, die zur Laufzeit auftreten. Aber einen sinnstiftenden Bezug zum Alltag bei Exceptions fällt mir zumindest erstmal schwieriger zu sehen. Na doch, vielleicht. Also wenn man beim Sport zum Beispiel, wenn der Trainer eine Auszeit fordert und der Schiedsrichter daraufhin das Spiel kurz abpfeift, das könnte man vielleicht näherungsweise als vergleichbar zu einer Exception sehen. Aber ob das jetzt wirklich sinnstiftend ist, sei mal dahingestellt. Filter oder Filterung von Daten.
wird dort in dem Kapitel 8 als Beispiel hergenommen, als sinnstiftender Bezug, was sicherlich, also oder nicht nur als für Sinn, für alle diese Kriterien. Filterung von Daten ist sicherlich etwas, was man überall hat. Überall will man Daten nach einem Kriterium, nach einem Prädikat filtern. Vertikalkriterium, also schon in der Grundschule wird man das Thema sicherlich verstehen können, dass man eine lange Liste, dass man eine große Menge von Gummibärchen hat und jetzt soll man die roten rausfiltern. Dauerhaft von Relevanz ist das Thema Filter oder Filterung von Daten sicherlich auch. Und Sinnkriterium, sinnstiftender Bezug, siehe Gummibärchen. Gut, jetzt haben wir viel vom Entwurf eigentlich geredet. Jetzt kommen wir noch zum Verhalten des Lehrenden, der Lehrenden. Auch hier möchte ich jetzt nicht eben auf ein Buch zurückgreifen, auf ein Buchkapitel, sondern auch wieder auf Erfahrungen, die wir selber gemacht haben. Wir haben immer auch Frontalphasen, nicht? Frontalphasen, in denen Sie an der Tafel was machen oder am Beamer, am Rechner also, oder in denen Sie mit der Klasse interagieren, idealerweise beides irgendwie zusammen oder wo Sie auch durchaus Schülerinnen und Schüler nach vorne holen, dass die dann was an der Tafel oder an der Tastatur machen. Da ist es auf jeden Fall wichtig, dass da wachsen Sie hoffentlich hinein, aber da sollten Sie am Anfang erst einmal wirklich bewusst darauf achten, bevor das in Fleisch und Blut übergeht, dass Sie permanent, und die Betonung liegt da nicht auf permanent, Überblick behalten, was in der Klasse so vor sich geht oder im Kurs, was so überall so passiert, ob die Leute noch bei der Sache sind, ob sie da große Fragezeichen in den Gesichtern der einzelnen Schülerinnen und Schüler sehen, ob sie den Eindruck haben, dass die Leute das immer noch verstehen oder abgehängt werden und so langsam anfangen, sich mit was anderem zu beschäftigen und so weiter. Das heißt also, dass sie nicht anfangen, beispielsweise nur noch mit ihren Lieblingsschülern, Lieblingsschülerinnen, die besonders gut vielleicht. Das ist eine häufige Falle, nicht? Dass sie insbesondere mit denjenigen, die besonders gut sind, dass sie mit denen immer mehr und mehr interagieren und die anderen so nach und nach abgehängt werden. Oder dass sie irgendwie beispielsweise einen Rechtsdrall haben, dass sie immer nur nach rechts gucken in der Klasse oder einen Linksdrall entsprechend oder nur geradeaus gucken und rechts und links. Sie haben einen Tunnelblick und sehen gar nicht, was im rechten und linken Flügel des Raumes so vor sich geht, ob die Leute dann immer noch dabei sind oder nichts mehr verstehen und nur noch an ihren Smartphones rumspielen und so weiter. Sollte Routine werden, aber dafür ist es sicherlich notwendig, dass Sie am Anfang bewusst damit umgehen. Ja, Sie sollten Sachen, die wirklich stören, die wirklich wegführen vom Unterricht, sollten Sie nicht wirklich tolerieren. Vielleicht nicht sofort immer, nicht bei jeder Bitte um ein Taschentuch gleich einschreiten natürlich, aber dass Sie ziemlich schnell da einschreiten. Eine Möglichkeit kennen Sie ja aus Ihrer eigenen Schulerfahrung, wäre etwa, dass Sie die Leute, die stören, dran nehmen. Es ist eine Gratwanderung. Ja. Auf die Art und Weise kriegen Sie die Leute natürlich schon ein bisschen dahin, dass Sie die Aufmerksamkeit wieder auf den Unterricht lenken. Aber weil die Leute halt nicht aufgepasst haben, ist die Gefahr groß, dass Sie die Leute dann beschämen. Da müssen Sie dann versuchen, das so hinzukriegen, dass das nicht passiert. Und dann eben gegebenenfalls vielleicht eine ganz einfache Aufgabe zu stellen, die auch jemand, der jetzt nicht aufgepasst hat, machen kann. Aber natürlich nicht so einfach, dass es wieder die Auswahl der Aufgabe zur Beschämung führt. Also wenn die Aufgabe darin besteht, die Tafel zu wischen, dann ist das zwar eine machbare Aufgabe, auch wenn man vorher nicht aufgepasst hat, aber hat auch wieder einen beschämenden Charakter, nicht? So, möglichst viele Lernende aktiv einbeziehen, das wissen Sie ja. Also wichtig ist, den Überblick zu behalten, nicht immer nur in einen Bereich hineinschauen von dem Klassenraum. Tunnelblick vermeiden, immer überall hinschauen. Also dafür gibt es auch den Wort Kellnerblick, dass der Kellner im Restaurant immer überall hinschaut, um zu sehen, ob jemand noch sich meldet, was bestellen möchte oder zahlen möchte und so weiter. So ähnlich dann. Wenn Sie eine Frage stellen, ja, die zum Beispiel, was sind die Bestandteile einer Vorschleife oder so etwas? Woraus setzt sich eine Vorschleife zusammen? Nehme ich das als Beispiel. Ja, dann
gucken Sie, dass nicht ein einzelner Schüler, eine einzelne Schülerin dann jetzt die ganze, alles runterbetet, die ganze Antwort runterbetet, sondern dann schauen Sie, ein Detail, der erste, den Sie rannehmen, sagt ein Detail und dann, ja, danke, stimmt und so weiter und dann den nächsten ranzunehmen. Ja, das ist ein ganz einfacher Trick, auf den man halt achten muss, wie Sie dafür sorgen können, dass Sie viele und nicht nur einzelne Schülerinnen und Schüler immer wieder rannehmen. Es bietet sich an, immer mal wieder auch einzelne Schülerinnen und Schüler an die Tafel zu nehmen, aber was vielleicht eher nicht so richtig gut alle einbezieht, ist, wenn ein Schüler, eine Schülerin über längere Zeit an der Tafel ist und alles Mögliche da macht, sondern es sollte dann immer ein ständiger Wechsel sein, dass jemand eine Sache macht und dann kommt der nächste und macht die andere Sache und so weiter. Und wenn sich jemand nicht meldet, dass man vielleicht dann mal versucht, sich was Einfacheres zu überlegen und dann die Person doch mit damit zu aktivieren, drannehmen, beziehungsweise vielleicht, wenn die Aufgabe so einfach ist, dass sie, also nicht so einfach, dass allein die Aufgabenstellung schon blamabel ist, wie zum Beispiel, was ich eben sagte, Tafel wischen, aber so einfach ist, dass auch die Person, die sich nicht meldet, das wahrscheinlich ganz gut hinkriegen wird, dann kann man durchaus auch mal es wagen, die Person nach vorne zu bitten, ja. Wenn das gut klappt, dann wird die Person, dieser Schüler, diese Schülerin ein kleines Erfolgserlebnis gehabt haben. Ist natürlich immer zweischneidig, ist ein gewisses Risiko drin. So, jetzt hatten wir Frontalphase, jetzt zu Einzel- und Gruppenarbeitsphase. Da werden Sie nicht anders können, als den Zeitplan auf den langsameren auszurichten. Es sei denn, es ist Ihnen egal, ob Sie den langsameren abhängen. Dann natürlich nicht, aber das sollte Ihnen natürlich nicht egal sein. Es gibt aber andere, die sind schneller, die fangen dann an, sich zu langweilen, fangen an zu stören oder keine Ahnung, was sie dann anfangen zu machen. Und da soll für diejenigen sollten Sie natürlich auch entsprechende Zusatzaufgaben haben, die dann eben auch mehr sind als nochmal dasselbe wie eben, weil die waren ja schon, haben ja das schon ganz schnell und gut hingekriegt. Gerade diejenigen, die da schneller sind, werden sicherlich auch schneller gelangweilt sein. Aber ganz, ganz wichtig, dass Sie nicht einfach sagen, okay, du hast jetzt Aufgabe 4.2 schon hingekriegt, wie, schneller als die anderen, dann mach doch mal mit Aufgabe 4.3 weiter. Und dann später, wenn alle anderen mit Aufgabe 4.2 fertig sind, sollen die auch alle mit Aufgabe 4.3 weitermachen. Das ist nicht sehr sinnvoll, weil dann der Abstand zwischen den Schnelleren und den Langsameren eher noch wächst. Sinnvoller wäre es zum Beispiel zu sagen, okay, Aufgabe 4.2 machen jetzt alle. Wer schneller fertig ist, macht auch Aufgabe 4.3 und wir alle machen dann wieder Aufgabe 4.4 oder so etwas in der Form. Also, dass es andere Aufgaben sind, die nicht auf dem roten Faden des Unterrichts liegen, sondern in der einen oder anderen Weise hoffentlich in spannender Form dann zur Seite ausgreifend sind. Ja, das hatte ich eben schon gesagt. Weiter in Einzelgruppenarbeitsphasen. Wenn Sie eine Einzel- oder Gruppenarbeitsphase starten, dann haben wir schon in den schulpraktischen Studienpraxisphase erlebt, dass dann einzelne unserer Studierenden, die da ihren Unterrichtsversuch machen, dass die dann sich erst einmal 5 Minuten lang in ihr Lehrbuch vertiefen oder an ihrem Rechner rummachen und so weiter und überhaupt nicht den Blick heben. Das ist falsch, das ist sehr problematisch, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die von Anfang an schon Einhilfe brauchen, die erst einmal von der großen Wand stehen und nicht wissen, wie sie da vorgehen sollen. Das heißt also, wichtig ist sofort, Betonung liegt auf sofort, mit der Klasse zu interagieren, mit dem Kurs zu interagieren, indem sie rumgehen, überall rumgehen, nicht nur an einer bestimmten Stelle rumgehen und überall schauen, wie es so läuft, ob die Leute den Einstieg in die Einzel- oder Gruppenarbeitsphase bekommen haben, ob sie da auf Hindernisse laufen und so weiter. Also sowas auf keinen Fall. Achten Sie darauf, es gibt ja immer auch Leute, die letztes Mal nicht da waren, weil sie krank waren oder weil sie eine andere gute Entschuldigung hatten, ja.
Das sind natürlich die Kandidaten, Kandidatinnen, die besonders nochmal Aufmerksamkeit brauchen. Gerade am Anfang, ja. Am Anfang, diejenigen, die letztes Mal da waren, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit dann ganz guten Einstieg finden. Es sei denn, sie haben wirklich alles wieder vergessen. Aber diejenigen, die letztes Mal nicht da waren, werden vielleicht tendenziell eher diejenigen sein, die Schwierigkeiten haben. Also insbesondere bei denen vorbeischauen und von denen sie ja im Laufe der Zeit wissen, dass sie die Langsameren sind. Auch bei denen, die öfters mal Verständnisschwierigkeiten haben, auch bei denen insbesondere vorbeischauen. Allerdings, wir sind gerade in Informatik, kann es natürlich immer auch technische Probleme geben. Ja, warten Sie nicht darauf, dass die Schülerinnen und Schüler sich melden. Die werden vielleicht erstmal entweder versuchen, das selber zu lösen, inadäquat, nicht vorwärts kommen. Oder andere abzuhalten, andere Schülerinnen und Schüler nehmen sich abzuhalten mit ihr, von dem eigentlichen Aufgabe, indem sie die da auch einbinden, das technische Problem zu lösen. Oder es dann einfach aufgeben und nur noch Löcher in die Luft starren, auf ihr Smartphone schauen oder was auch immer. Ja, gehen Sie niemals davon aus, dass Schülerinnen und Schüler, die Probleme haben, tatsächlich auch sich melden werden. Klar, wenn Sie ernsthafte technische Probleme irgendwo haben, dann müssen Sie da länger dran rumbasteln, geht nicht anders. Aber ansonsten sollten Sie schauen, dass Sie immer wieder schnell sich von einer Person, von einer Stelle im Raum, von einem Monitor, von einer Gruppe lösen und woanders hingucken. Und wenn Sie auch mehr Zeit an einer Stelle brauchen, dass Sie immer mal wieder, das, was ich gesagt habe, diesen Kellnerblick machen, einmal umherschweifen lassen, ob es irgendwo noch eine Stelle gibt, wo Ihre Aufmerksamkeit verlangt. Entschuldigung. Also immer wieder die ganze Klasse in den Blick nehmen, in häufiger Frequenz, also sicherlich deutlich mehr als einmal pro Minute wäre. Also sagen wir mal so, einmal pro Minute wäre so meine Schätzung, was auf jeden Fall mindestens sein muss. Ich würde sagen, eher öfter. So, das, was ich eben gesagt habe, auch das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Studierenden dann in ihren Unterrichtsversuchen beim Anfang der Einzelarbeits- oder Gruppenarbeitsphase einfach sowas sagen wie, wenn ihr Probleme habt, meldet euch einfach. Und das ist das Problem, dass darauf kann man sich nicht verlassen, dass diejenigen, die Probleme haben, sich wirklich melden werden. Sondern sie müssen selber rumgehen und überall draufschauen, egal ob es jetzt die Leute jetzt mit Papier arbeiten oder am Bildschirm arbeiten, ob sie da irgendwie Probleme sehen. Ja, das werden sie ja meistens erkennen können, ob da jemand Probleme hat. Einfach an dem Verhalten dieser Person, wenn das Verhalten nicht so richtig zielorientiert aussieht, eher ein bisschen hin und her aussieht, dann ist das sicherlich ein starkes Indiz dafür, dass dieser Schüler, diese Schülerin Probleme hat. Ja, so, das sollte eigentlich in der Regel feststellbar sein, wer Probleme hat und wer nicht Probleme hat. Und dann durchaus auch die Schülerinnen und Schüler ansprechen, ja. Nicht einfach vorbeigehen, draufschauen und erwarten, dass sich jetzt der Schüler, die Schülerin mit Problemen meldet, sondern selber proaktiv nachfragen, gibt es bei dir ein Problem? Und auch wenn die Antwort Nein lautet, nicht einfach sagen, okay, dieser Schüler, diese Schülerin hat kein Problem, sondern sich immer noch selbst vergewissern, ob es wirklich kein Problem gibt. Gehen Sie nicht davon aus, dass die Schülerinnen und Schüler in diesem Punkt sozusagen kooperativ sind, dass sie sich so verhalten, wie sie das jetzt eigentlich gerne möchten, dass die Schülerinnen und Schüler deutlich machen, dass sie ein Problem haben. So, gut. Das sind so ein paar Erfahrungen, die ich nochmal kommunizieren wollte. Darauf werden wir dann auf jeden Fall in den schulpraktischen Studien und in der Praxisphase nochmal zurückkommen. Da werde ich sehr, sehr stark. Bevor wir in die Schulen gehen, werde ich sehr, sehr stark auf diesen Foliensatz hier, Kapitel 01, zurückkommen und werde nochmal ganz stark betonen, gehen Sie bei Ihrem Unterrichtsentwurf und bei Ihrem Unterrichtsversuch also nutzen Sie die Weisheiten, die Sie hier drin finden, sonst wirkt sich das tatsächlich auch auf die Note aus. So, ein Punkt ist natürlich, Konflikte im Unterricht, da verweise ich nicht auf ein Buch, sondern da habe ich einen Foliensatz gefunden, den ich auch in Moodle eingehängt habe, aus dem ich mich hier besonders bedient habe. Ja,
Konflikte entstehen meistens durch Unterrichtsstörungen. Also wir reden jetzt hier gerade in Informatik, ja, ich kann jetzt nicht für Ihre anderen Fächer reden, die Sie sonst noch so haben. Da reden wir ja in den allgemeinbildenden Schulen wie Gymnasien erst einmal im Land Hessen von Freiwilligkeit. Ja, es gibt Informatik ist kein Pflichtfach im Land Hessen. Ja, es ist anders als beispielsweise Mathematik, wo da Leute drin sitzen, die überhaupt keinen Bock auf Mathematik haben. Und auch in beruflichen Schulen sind das ja Leute, die typischerweise doch einen Bezug zur Informatik haben sollten durch ihren gewählten Ausbildungsgang oder selbst wenn sie etwas völlig anderes gewählt haben und jetzt Informatik ein abrundender Kurs ist, der gar nichts mit ihrem Ausbildungsgang zu tun hat, nicht jedenfalls nicht direkt zu tun hat, ist bei Informatik sicherlich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass die Leute doch motiviert sind als in anderen Fächern wie eben beispielsweise Mathematik wieder. So, Unterrichtsstörung. Das heißt also, da, wo die Leute grundsätzlich erstmal keine negative Haltung gegenüber dem Unterricht haben, entstehen dann Konflikte eben nicht aus so einer negativen Haltung, die eben hoffentlich nicht da ist, sondern eben durch ganz konkrete Situationen. Disziplinkonflikte, klar, dass halt die Schülerinnen und Schüler keine Disziplin wahren. Was sind Unterrichtsstörungen? Abweichungen vom normalen Normverhalten, Verletzung sozialer Umgangsformen, sicherlich. Also Normabweichungen zum Beispiel aufstehen während des Unterrichts, ungefragtes Aufstehen, ungefragtes Herumlaufen während des Unterrichts, ungefragtes Essen und Trinken im Computerraum, obwohl es eigentlich vielleicht verboten ist, aus gutem Grund und so weiter. Verletzung sozialer Umgangsformen, was das bedeutet im Klassenraum, im Kurs, brauche ich Ihnen nicht zu sagen, nicht wie Schülerinnen und Schüler häufig miteinander umgehen und manchmal auch mit der Lehrkraft oder auch mit den Geräten, ja, manchmal auch etwas rabiat mit Geräten umgehen. Das würde man hier sicherlich auch mitzählen. So, was heißt Disziplin im Positiv? Also Disziplin hat gerade im Deutschen einen sehr, sehr negativen Touch. Ist nicht in jedem Kulturkreis so. So dass man eigentlich auch den positiven Sinn von Disziplin einfach mal ansprechen müsste. Also dass es eine hilfreiche Ordnung gibt, dass es die Disziplin notwendig ist, damit 20, 30 Leute da in so einem beengten Raum, im Computerraum da vernünftig was machen können und ein Ziel gemeinsam erreichen können. Und dass eben die Disziplin notwendig ist, um die Unterrichtsstruktur, um das ganze Lernen förderlich zu gestalten. So, was kann alles so an Disziplinlosigkeit entstehen? Verbal natürlich, dass die Leute ungefragt reinreden in einer destruktiven Form. Natürlich nicht einfach nur laut reinreden, sondern auch leise miteinander reden. Wobei sie ja wissen, auch wenn die Leute leise miteinander reden, kann das ganz schon laut werden. Da kann bei sich ein Lied davon zu singen. Also der Audimax beispielsweise hat eine sehr gute Akustik. Und in dieser Akustik, und wenn Leute sich da irgendwo oben im Hochparterre, also in den hinteren Reihen unterhalten, ja, ganz leise unterhalten, dann stören sie erst einmal offensichtlich, das sehe, kann ich von vorne sehen, wie sich dann andere drumherum gestört fühlen. Aber selbst ich vorne höre das so, dass ich manchmal sogar gestört werde, weil die Akustik da eben so gut ist. Das verstehen die Leute meistens nicht, wenn ich sie dann ermahne, weil sie denken, dass sie doch ganz leise flüstern, das stört doch niemanden. Sie begreifen gar nicht, wie sehr sie andere stören, mich eingeschlossen. Mangelnder Lerneifer. Klar, jetzt Disziplinlosigkeit, geistige Abwesenheit, dass man Löcher in die Luft starrt oder dass man schläft oder dass man am Smartphone rumdaddelt. Motorische Unruhe, klar, dass man die ganze Zeit irgendwie gefährlich kippelt oder eben aufsteht und rumläuft oder was auch immer. Und bis hin zu aggressivem Verhalten, nicht? Das ist natürlich auch eine Disziplinlosigkeit. Was haben Sie für Möglichkeiten zur Intervention? Sie können erstmal anfangen mit Ermahnen oder, das haben wir eben schon,
jemanden aufrufen, ungefragt, dass derjenige dann eine Antwort gibt auf die Frage, die sie gestellt haben. Oder wenn mehrere Leute, zwei Leute oder mehr Leute immer wieder stören, dass man die auseinandersetzt beispielsweise oder dass man jemanden, der Störenfried ist, direkt vor sich selbst hinsetzt, direkt gegenüber der Lehrkraft ganz nach vorne. Wenn es sein muss, Störer auch entfernen aus dem Klassenverband und ja, dementsprechend die Eskalationsstufe hoch. Man kann versuchen, wenn Sie es mit Schülern und Schülerinnen zu tun haben, die grundsätzlich erst einmal einsichtig sind, dass Sie mit denen einen Vertrag ausmachen. Das funktioniert natürlich bei weitem nicht allen Schülern und Schülerinnen und hat auch das Problem, ruhig unter vier Augen sind diese Schülerinnen und Schüler vielleicht wirklich bereit, so einen Vertrag zu erfüllen. Aber in der Klassensituation, wenn wieder Ablenkung ist und alles, ist der Vertrag vielleicht auch wieder vergessen. Wobei man dazu sagen muss, so ein Vertrag zwischen Ihnen als Lehrkraft und den Schülern und Schülerinnen ist natürlich dann letztendlich, Sie haben ja ein Ziel mit diesem Vertrag, ist natürlich letztendlich so ein einseitig diktierter Vertrag, der dann auch entsprechend nicht unbedingt so angenommen wird. Auszeit vernommen. Früher hat die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler in die Ecke gestellt oder sowas mit dem mit dem Blick an die Wand. Das wird man heutzutage wohl nicht mehr machen. Man muss irgendwie anders, auf andere Art und Weise dann vielleicht, dass jemand zur Ruhe kommt, denjenigen dann eine Auszeit zu verordnen. Solche Sachen kann man versuchen, vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler das dann nicht ins Lächerliche ziehen, nicht? Also so Entspannungsübungen sind vielleicht tatsächlich etwas, wo die Schülerinnen und Schüler mitmachen, weil sie auch dem Bewegungsdrang ein klein wenig entgegenkommen. Also je nachdem, wie die Entspannungsübung dann tatsächlich auch aussieht. Wenn sie da anfangen mit irgendwelchen meditativen Sachen, wird es wahrscheinlich eher schwierig werden, bei den Schülerinnen und Schülern anzukommen, als wenn sie irgendwas, was mit Bewegen zu tun hat, vielleicht machen, Entspannungsübungen, ja. Bälle von einem zum anderen weiterreichen, ohne sie zu werfen oder solche Sachen, vielleicht Geschicklichkeitsübungen. Sowas würde ich mir eher vorstellen, dass das dann mal von den Schülern und Schülerinnen angenommen wird. So, Prävention, also von vornherein schon Konflikte im Unterricht vermeiden, breit die Lernenden zu aktivieren, mitzumachen. Ja, wer mitmacht, ist weniger geneigt, irgendwie zu stören, disziplinlos zu sein. Eben, was wir eben auch schon hatten, aus einer anderen Zielsetzung eben, nämlich dass alle tatsächlich irgendwie aktiviert werden und aktiviert dann lernen können, sondern hier eben auch, dass sie keine Disziplinlosigkeiten zeigen. Unterrichtsfluss ist ganz wichtig. Da sind Sie jetzt gefragt als Lehrkräfte, dass Sie dafür sorgen, dass es keine Pausen im Unterricht gibt. Ja, dass es keine Verzögerung, keine Unterbrechung gibt. Das wird sich nie ganz vermeiden lassen. Also zum Beispiel so, ja, Ihre Probleme mit der Technik. Ja, wenn Sie mitten im Unterricht oder am Anfang des Unterrichts, der Unterrichtseinheit erstmal langwierige Probleme mit der Technik haben, dann sorgt das natürlich dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sich anderswohin orientieren, anfangen zu stören oder Privatgespräche zu führen oder nur noch aus dem Fenster zu schauen oder was auch immer. Ermahnungen sind auch Störungen des Unterrichtsflusses. Sollte man also schauen, dass man ganz, ganz schnell, ganz, ganz kurz das alles nur macht. Also keine langwierigen Ermahnungen, das ist nicht nur peinlich für den Schüler oder die Schülerin, die sie ermahnen. Und sie sollten eher danach trachten, solche Peinlichkeiten so gering wie möglich zu halten. Aber eben auch, weil es den Unterrichtsfluss stört, ist es sinnvoll, solche Sachen wie Ermahnungen möglichst kurz zu halten. Unwichtige Störungen, ja, Sachen, die nicht den Unterrichtsfluss wirklich beeinträchtigen. Dass sie da einfach, also früher hatte man mal den Zeigefinger drohend erhoben oder manche Lehrkräfte sollen angeblich auch mit Kreide geworfen haben. Ich habe sogar mal von einer Lehrkraft gehört, die ihr Schlüsselbund geworfen hat, bis es irgendwann mal nicht mehr wiedergefunden wurde.
Und solche Sachen, das wird man natürlich nicht machen als nichtverbale Reaktion auf Störungen, sondern da wird man sicherlich modernere Arten, also weniger krasse Formen der nichtverbalen Reaktion dann wählen. Auch das wichtig, ganz klar sagen, was sie wollen. Ja? Nicht herumdrucksen, nicht indirekt sprechen, sondern wirklich ganz klar sagen, ich möchte, dass ihr jetzt in den nächsten 5 Minuten eure ungeteilte Aufmerksamkeit dem widmet, was hier an der Tafel stattfindet. Ende der Durchsage. Und danach können wir immer noch sehen, danach könnt ihr eine Minute mal auch Entspannungsübung machen oder was auch immer. Was noch? Unterricht gut vorbereiten. Ja, da sind wir wieder beim Unterrichtsentwurf, nicht? Dass sie den Unterricht, Entschuldigung, dass sie dann schon von vornherein mit einem guten Plan in den Unterricht reingehen und nicht erst mittendrin spontan irgendwelche Sachen machen, die vielleicht nicht so richtig gut passen. Und auch, dass sie sich jetzt nicht erst überlegen müssen, was mache ich denn jetzt als nächstes? Ja, das ist ja auch, wenn sie einen Hänger haben, ist das ja auch eine Störung des Unterrichtsflusses. Technik gut vorbereiten, kein Hänger durch den Kampf mit der Technik, hatten wir schon eben gesagt, Störung des Unterrichtsflusses. Unterrichtsstörung auch zeitlich einplanen, das heißt also, sie sollten dann durchaus auch einplanen, naja, vielleicht werden wir von dieser Dreiviertelstunde, einer Unterrichtsstunde, nur eine halbe Stunde wirklich in dem Stoff vorankommen durch irgendwelche Störungen. Es kann ja auch andere Störungen geben, dass beispielsweise der Rektor kurz vorbeischaut und kurz 2 Minuten Unterredung mit der Lehrkraft draußen führen muss oder irgendwelche solchen Sachen. Ja, es kann ja alle möglichen Arten von Störungen geben. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass meine weiterführende Schule direkt neben einer großen Feuerwache war, wo mehrfach am Tag erstmal für, wenn die Feuerwehr ausgerückt ist, gleich beim Rausfahren auf die Straße mit Martinshorn, mit lautem Martinshorn, alle zusammen, alle gleichzeitig, dass dann mehrfach am Tag für mehrere Minuten kein Unterricht möglich ist. Ja, alles Mögliche, was es an Unterrichtsstörungen geben kann. Natürlich trotzdem auf der anderen Seite zügig vorangehen, ja, sich nicht auf die Zeitpuffer verlassen. Nicht sagen, okay, ich kann ja jetzt ein bisschen gemütlicher mit dem Unterricht vorangehen, weil ich habe diese Zeitpuffer, aber wenn dann tatsächlich noch Störungen kommen, dann sind die Zeitpuffer schnell aufgebraucht. So, dann sind wir an dieser Stelle auch soweit fertig. Wir sind fast mit diesem Kapitel durch. Ich möchte noch auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, der eigentlich nirgendwo in keins der Kapitel so richtig gut reinpasst. Aber am ehesten noch in dieses Kapitel 01. Curricula. Wie mit Curricula umgehen? Ja, Sie müssen ja einen Lehrplan erfüllen, quartalsweise oder halbjahresweise oder jahresweise, je nachdem. Und die Frage ist, wie gehen Sie dann damit um? So. Natürlich sollten Sie sich frühzeitig einen Überblick verschaffen. Irgendwann werden Sie das Curriculum mehr oder weniger auswendig wissen, nur vielleicht kleine Details nicht, sodass Sie also diesen Überblick eigentlich schon im Kopf haben, aber am Anfang als angehende Lehrkraft vielleicht dann doch noch nicht so, sondern dass Sie dann tatsächlich, bevor Sie mit der Gesamtplanung beginnen, einer größeren Einheit von Unterrichtseinheiten, also beispielsweise das ganze Jahr oder das Halbjahr oder ein Quartal, dass Sie dann erst einmal nochmal ganz zu Anfang genau reinschauen, was soll denn jetzt alles gemacht werden. Dass Sie sich auch nicht auf das Lehrbuch verlassen, nicht sozusagen das, was im Lehrbuch steht, als das Curriculum hernehmen, sondern wirklich in das offizielle Curriculum des Ministeriums hineinschauen. Und auch immer auch dann nochmal nachschlagen, die Details nachschlagen, damit Sie da nichts vergessen haben und so weiter. Diese Curricula sind verbindlich, ja, gerade in der Oberstufe zur Hinarbeit zur Abschlussprüfung brauche ich Ihnen ja nichts zu sagen. Es gibt gewisse Freiräume, die aber auch nicht allzu großzügig sind. So, wie sieht es in Hessen aus? Sie haben diejenigen von Ihnen, die Lehr- und Gymnasium studieren. Da gibt es ein Curriculum Lehr- und Gymnasium Oberstufe. Das muss ich noch nachfragen. Seit wann? Seit 2021
gibt es tatsächlich auch ein Curriculum der am Gymnasium Mittelstufe im Land Hessen. So lange hat das gedauert. Curriculum beruflicher Schulen gibt es auch. Sie müssen aber klar darüber sein, dass es von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich ist, diese Curricula. Also nicht sehr unterschiedlich, aber schon deutlich unterschiedlich. Sie können nicht das Curriculum eines anderen Bundeslandes hernehmen, hier für Ihre Unterrichtspraxis im Land Hessen und umgekehrt. Die haben wir alle hochgeladen, diese Curricula. Wie sieht die Gliederung aus? Also ich bleibe jetzt, also ich nehme jetzt mal das Curriculum Mittelstufe Lerngymnasium raus. Nach meinem Verständnis, das ist jetzt aber wirklich nur mein Verständnis, nach meinem Verständnis sind einfach ein paar Themen aus dem Curriculum Oberstufe herausgezogen worden in das Curriculum Mittelstufe und dort auf weniger anspruchsvollem Niveau, dann sollen die dann dort gelehrt werden. Also nichts wirklich Neues nach meinem Verständnis. So, was ist die Gliederung? Das ist das erste Kapitel, worum es eigentlich geht. Dann das zweite Kapitel, Bildungsbeitrag, didaktische Grundlagen, Bildungsstandard und Unterrichtsinhalte. So, das ist das Kapitel 1, das ist das Kapitel 2. Diese beiden Kapitel werden Sie sicherlich mal lesen, sind aber eher abstrakt gehalten, ganz allgemein gehalten und sind jetzt nicht gerade das, was Sie jeden Tag nachschlagen müssen. Und sollte auch im Wesentlichen abgedeckt sein, sollte eigentlich nichts Neues für Sie beinhalten. Beziehungsweise auch, wir werden später in Fachdidaktik 1 hier im Kapitel 4 nochmal darauf zu sprechen kommen. So, Abschnitt 3 ist jetzt interessant, wird jetzt interessanter für Sie, für die tägliche Arbeit mit dem Curriculum. Das unterteilt sich in Abschnitt 3.1, wo es alles nur kurz ist, einfach nur stichwortartig, brauchen wir nichts so zu sagen. Abschnitt 3.2 wird dann schon, da geht es dann ins Detail, da geht es dann ins Eingemachte. Das ist wahrscheinlich das, wo Sie am ehesten immer nachschauen müssen, regelmäßig, ob Sie auch alles in Ihrem Unterricht integriert haben, was da vorgesehen ist. Nennt die Themen und wie gesagt, verbindliche Themen. Denken Sie immer daran, in gerade Oberstufe, dass es dann eine Abschlussprüfung geben wird, für die diese Themen verbindlich sind. Und dann finden Sie sowas, ich habe als ein Beispiel eine Zeile mal stellvertretend für viele andere herausgegriffen, unterteilt, nummeriert, dass Sie da verschiedene Kompetenzen dann aufgelistet finden. Es ist also, wie Sie hier sehen, einordnen. Das Verb einordnen ist nicht nur das Thema, Chomsky-Hierarchie und Grammatiken. Also zu Grammatiken und Chomsky-Hierarchien werden Sie vielleicht noch nichts in der Fachwissenschaft gesehen haben. Das kommt dann aber noch im fachwissenschaftlichen Teil Ihres Studiums. Aber Sie sehen hier einen Schritt weiter, es wird nicht nur das Thema Grammatiken und Chomsky-Hierarchie genannt, sondern auch die Kompetenz, nämlich dass man Sprachen und Grammatiken da einordnen kann. Und das ist dann eben die Grundlage dafür, das ist das, was erreicht werden soll. Auch nochmal eine Aufteilung sinnvollerweise zwischen Grund- und Leistungskurs natürlich. So, und das Ganze dann hier, dann die Aufteilung auf die einzelnen Kurshalbjahre. Auch diese Aufteilung auf die Halbjahre ist verbindlich. Ja, also das dürfen Sie auch nicht so ohne weiteres hin und her schieben. Denken Sie daran, dass ja nach einem Halbjahr vielleicht Ihr Kurs von jemandem anders übernommen wird, und der dann davon ausgeht, dass Sie das so, wie es im Curriculum steht, gemacht haben. Das finden Sie dann in verschiedenen Arten dargestellt, unter anderem tabellarisch, und das geht sehr, sehr, sehr stark ins Detail. Also im Prinzip ist es nochmal das, was Sie in 3.2 finden, nochmal genauer aufgelistet, hier in Detail. Das sind also die Dinge, die für Ihren Berufsalltag, diese beiden Abschnitte, das sind die, die Sie immer wieder zu Rate ziehen sollen, die Sie sozusagen immer auf Ihrem Schreibtisch parat haben sollten. Was gibt es noch an potenziell relevanten hessischen Schulcurricula? Auch die sind in Moodle, zum Beispiel die höhere Berufsfachschule im berufsbildenden Bereich, in der Fachrichtung, die Informatik nahe ist, Informationsverarbeitung Technik,
und in der anderen die Informatik nahe als Informations- und verarbeitende Wirtschaft, Fachschule für Technik, Computersystem und Netzwerktechnik, technische Betriebswirtschaft. Was noch weiter? Also was gibt es allgemein dazu zu sagen? Das sind jetzt die Curricula, die Sie noch in Moodle auch finden, die potenziell relevant sind für Sie, weil Sie vielleicht an einer solchen Schule landen werden, was ja durchaus sein kann. Also die sind erstmal anders strukturiert als die Curricula, die beiden Curricula, die ich eben angesprochen habe. Aber wenn man genauer hinschaut, doch nicht so anders. Die Terminologie ist ein bisschen anders. Ein bisschen ärgerlich, dass da nicht über alle Curricula im Land Hessen hinweg dieselbe Terminologie verwendet wird. Die Inhalte sind ein bisschen anders, nämlich viel mehr Produktwissen, viel weniger Konzeptwissen, viel weniger unmittelbar anwendbares Wissen, also eben weniger Konzeptwissen, also mehr Excel und weniger Tabellenkonzepte, so pauschal gesagt. Was es noch gibt, ist die Empfehlung von Fachgesellschaften, nämlich dass Fachgesellschaften gerne auch Empfehlungen geben, wie Curricula ausgestaltet sein sollen. Für uns relevant ist da vor allem die Gesellschaft Informatik, die Empfehlungen für Mittelstufe und Oberstufe gibt. Auch das finden Sie in Moodle. Aber das ist für Sie als Lehrkräfte eigentlich erstmal nicht relevant. Können Sie sich natürlich auch ansehen, Interesse halber, aber ist für Sie nicht unmittelbar relevant, sondern eher für diejenigen, die Weiterentwicklung von Curricula betreiben. So. Nebenbei noch bemerkt, auch in Moodle finden Sie noch Empfehlungen der Gesellschaft Informatik zu Rechnersystemen an Schulen, wie man damit umgeht. Sollte eigentlich nicht Ihre Aufgabe sein, aber ist trotzdem oft Ihre Aufgabe. So, dann sind wir mit diesem Kapitel fertig. Ich würde dann jetzt diese Aufnahme stoppen und gleich mit dem neuen Kapitel eine neue Aufgabe starten. Moment.